Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zur Demo von Final Fantasy 15. In der letzten Episode waren wir an der Tankstelle und haben festgestellt, dass es tatsächlich Läden gibt, in die man reingehen kann und NPCs, mit denen man reden kann. Ja, das hat mich milde ausgedrückt in Verzückung versetzt, dass das so simple Sachen einfach wieder gehen. Ja, und Noctis macht da direkt einen Freudensprung. Ja, und jetzt wird es aber, denke ich mal, Zeit, dass wir endlich mal wirklich den Behemoth aufspüren. Denn wir wissen ja, wir müssen den Behemoth erlegen, um sein Horn zu bekommen. Und das Horn, das müssen wir dann verkaufen, um genug Geld zu haben, um die Reparatur unseres Autos bezahlen zu können. Ja. Und jetzt sind wir direkt wieder hier im Geplänkel. Ich treffe diese Scheißdinger nicht. So, jetzt aber. Okay, also mein Zweihänder, wie ihr seht, der haut ganz schön rein natürlich, von der Kraft her. Aber der ist halt leider auch sehr langsam. Und diese Säbelzahn-Dinger, die sind so schnell, dass die dann einfach ausweichen. Da sollte ich dann ja vielleicht auch nochmal meine Ausrüstung anpassen demnächst. Oh, Mensch. So, alle drauf da. Kommt der da einfach von der Seite an? Ich mach erstmal die Dicken hier kaputt, die gehen einfacher. Die können nicht weglaufen. Oh, was war das denn? Das sah gerade aus, ich hätte prompt mir ins Gesicht geschossen. So, meine Güte. Na 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 na. So, jetzt muss ich erst nochmal wieder gucken und mich ein bisschen orientieren, wo es lang geht. Muss ich jetzt links rum oder rechts rum? Auf jeden Fall müssen wir zum Pfad. Ich laufe einfach mal rechts rum. Ja, wirklich schön finde ich, dass man hier, wie man es gerade ja sieht, während die Spiele, sich hier auch irgendwie verlaufen kann, da es wirklich sehr groß ist. Und das hat man eigentlich nicht oft in Spielen. Mich würde wirklich mal interessieren, wie groß dann schlussendlich wirklich die gesamte World Map ist. Weil das hier ist ja wirklich schon sehr, sehr groß. Aber es ist halt die Frage, wie groß später wirklich die gesamte Spielwelt ist. What's going on? There's something off. Here we go. Holy. Das war wohl unser guter Freund der Behemoth. Erinnert mich an Jurassic Park so ein bisschen. Hey now, looky looky. Well. Looky looky. We have its heading at least. Guess we follow the trail. Okay, hier im Nebelwald wartet wohl der Behemoth auf uns. Aber ich habe vorhin, als ich auf die Karte geguckt habe, die Chocobo-Farm entdeckt. Weil ich Chocobos liebe und ich mich noch nicht traue, dem Behemoth entgegenzutreten, laufen wir erstmal zur Chocobo-Farm. Ich bin gespannt, wie sie aussieht. Wir haben ja vorhin schon wilde Chocobos gesehen, die schwarz waren. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sie überhaupt gelbe Chocobos gibt. Anybody else hear that? It's a Chocobo call. And a happy one at that. You speak Chocobo. It's more of an intuition. Ah, die Musik! Wow. Sind das Chocobos? Das sind Chocobos! Hinder! Chocobo, 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 Chocobo. Hallöchen! Ah, seid ihr goldig! Und ihr seid gelb! Das sind echte schöne Chocobos. Kann ich die reiten? Ich hoffe doch. Bitte, lass sie mich reiten. Oh, wäre ja auch zu schön gewesen.
Aber gut, das ist nur eine Demo. Ich denke mal, im fertigen Spiel kann man bestimmt Chocobos reiten. Ah, und auch hier haben wir einfach NPCs. Ist das schön. Und wie geil, die Musik kommt auch hier aus dem Radio. Was that? Come around looking for a chocobo ride. Well, you're out of luck. They're not ready. Ja, schade. Ich wäre gerne auf den Chocobo geritten. Aber auch, wie gesagt, wie geil einfach, man hat Leben. Man kann mit Menschen sprechen. Dinge, die es in 13 nicht gab. Und auch hier muss ich nochmal betonen, wie geil ich es finde, dass die Musik einfach aus dem Radio kommt, weil das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen greifbarer oder immersiver, wenn ihr so wollt. Dass sich einfach nicht so die Chocobos. Musik verändert. You always set my soul at ease. Never realized you were so into Chocobos. I'm totally into Chocobos. Don't take that the wrong way. There's no wrong way to love a Chocobo. Sehr nice. There's no wrong way to love a Chocobo. Ja, da hat der gute Noctis recht. Sehe ich genauso. Chocobos sind toll. So, was gibt's hier noch so? Hallöchen. Ganz alleine hier? Okay, mach's gut. Shall we feed the birds again, dear? Oh, yes. I love watching their little beaks peck at their greens and grains. Ich will auch Chocobos füttern. Manu. Was gibt's hier hinten noch? Eine Scheune? Oder was ist das? Ja, natürlich finden wir eine Daune, was sonst. Gelbes Auto. Ist der Postwagen hier. Er steht hier verdächtig allein im Baum rum. Oh, sorry. Hab dich fast umgelaufen. Ich will dich nicht stören, Mann, der wahrscheinlich gerade an den Baum gepinkelt hat. Ups, sorry. Okay, das ist jetzt nur der Marker, da passiert nichts, wenn ich hier hingehe. Geht's hier hinten eigentlich noch weiter jetzt, oder? It's time. Gladio! On it! Ja, hier geht's anscheinend wirklich noch weiter. Aber kann gut sein, dass ich dann ans Ende der Map stoße. Ja, das sieht doch schon arg nach Ende bald aus. Gut, erstmal wieder zurück zum Behemoth jetzt. Denn hier gibt es ja anscheinend leider nichts für uns zu tun. Ich hatte ja gehofft, ich könnte einen Chocobo reiten, aber dieser Wunsch bleibt mir wohl vorerst verwehrt, leider. Ja. Bis auf weiteres. Tja. Macht's gut, ihr kleinen Chocobos. Es würde auch sehr viel schneller gehen, wenn ich meinen Chocobo reiten könnte. Aber wisst ihr, genau das ist toll, weil ich laufe durch die Welt und sie wirkt einfach lebendig, ja? Und das ist so eine Sache, die 13 halt null hatte, meiner Meinung nach. Da war nichts lebendig. Man hat ja nie Leute großartig getroffen. Es gab ja nichts weiter zu entdecken oder irgendwas. Und auf jeden Fall, das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, macht Final Fantasy 15 hier schon offensichtlich richtig und anders. You're on fire today! Yeah! No big deal. Hey! Thanks now! Yeah. All's well that ends well. Well, put it in the books. Put it in the books. Was? Wo denn? Da hinten wieder. Leck mir am Arsch. Mir egal. I see what I see? Hm. Yeah. Nicht wirklich. Was siehst du denn?
Da hinten also. Hey, take a look. So much for tracking the scent. Ah. Ja, das sind nochmal Krallenspuren. Jetzt haben wir 5 von 6. Auch wenn es eigentlich nutzlos ist, aber da könnte man jetzt eigentlich auch das 6er-Pack voll machen. Ich laufe da einfach kurz hin. Das stört mich sonst einfach, wenn ich die selbst wenn es nichts mehr beiträgt oder so, aber dann stört mich, wenn ich weiß, da ist noch ein schwarzer Chocobo. Wo war ich gerade? Ach ja. es stört mich einfach, wenn ich weiß, da ist noch was offen. But I know who did this. Ja, ich habe sogar 600 EP dafür bekommen. Immerhin! So, jetzt muss ich mich nochmal wieder neu orientieren. Und ich passe jetzt auch direkt mal wieder die Ausrüstung an, denn ich treffe ja mit dem Zweihänder immer die schnellen Dinger nicht. Ne? Wobei... Ich probiere gleich mal was aus. Nicht, dass ihr euch wundert. Ups, falsche Taste. I'm going all out. Just don't get too curious. Ich will mal gleich ausprobieren, ob es einen Unterschied macht. Selbst wenn ich jetzt den ausgerüstet habe. In welcher Geschwindigkeit ich auf 4 drücke. Oder wie lange ich 4 gedrückt halte. Denn ich habe am Anfang ja nur die Anweisung bekommen, ich soll 4 gedrückt halten, dann greift er von alleine an. Wäre schön, wenn es da Variationen gibt, je nachdem wie ich Viereck betätige, aber das wäre dann vielleicht schon wieder zu actionlastig und ich kann mir gut vorstellen, dass Square Enix das den normalen Rollenspielfans der normalen Zielgruppe nicht zumuten möchte. Hätte ich persönlich jetzt nichts dagegen, aber kann ich verstehen, wenn man das da nicht mag. Na, hier liegt noch was. Oh, Lindwurmschuppe. Das ist schön, denn die hat echt Geld gebracht. Und dann rechts. Müsste ich gleich eigentlich wieder da sein. Hier rechts um die Ecke war es, glaube ich. Ja, müsste jetzt eigentlich. So, begeben wir uns mal in die Höhle des Löwen. That we could cover it quicker with some chocobos. It would sure beat the hell out of walking. Oh, okay, mit dem Bärmorph ist nicht zu spaßen. Und wollt ihr mich verarschen? Streut ihr jetzt hier noch mit Absicht Salz in meine Wunde oder was? Oh, meine Daune. Leute, ich laufe wieder zurück. Ohne Scheiß. Da stand gerade, man soll ausgeruht sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Kampf gegen den Behemoth einfach wird. Deswegen laufe ich jetzt wieder zurück. Ihr könnt jetzt gerne fluchen, wenn ihr wollt. Aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Außerdem können wir so nochmal ein paar Chocobos sehen. Dann übernachten wir jetzt nämlich mal in dem Wohnwagen. Some real rest is long overdue. Okay, natürlich kostet das Gil. 200 Gil kostet das. Boah. It's bedtime. Sounds good. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So, was gibt es heute zu essen? Ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Nichts?
Okay. Unsere Boyband war nicht artig, deswegen gehen sie heute ohne Essen ins Bett. So, jetzt haben wir auch wieder neue Stat-Boni. Aber ich rüste das jetzt, glaube ich, doch mal ab. Ist mir zu riskant. Ich will jetzt hier keine Experimente eingehen, wenn ich jetzt gleich gegen den Behemoth kämpfe. Machen wir mal die Drachenlanze hin. Da, das Blutschwert. Na gut, der Zweihänder ist dieser vorletzten Platz. Schauen wir mal den Rächer hin. So. Ich hoffe mal, die Buffs, die wir jetzt haben, werden uns helfen. Bald weg, genau. So, und dann stratzen wir jetzt endlich mal zum Behemoth. Wird ja auch Zeit. Mach doch nicht ständig Pause, Mann. Du hast gerade, was weiß ich, wie viele Stunden geschlafen, Mensch. So, jetzt wagen wir uns aber wirklich in die Höhle des Löwen. Oder besser gesagt, die Höhle des Behemoth. Sollte das nicht irgendwie neblig hier drin sein? Also bisher ist es nicht so neblig. Oh, jede Menge Gegner. Aber wirklich viele. Ich bin anscheinend irgendwie immer noch zu langsam. Dabei habe ich es gerade schon angepasst. Auf jeden Fall sehen wir jetzt, dass ich definitiv wieder ein anderes Angriffsmuster habe. Die Kamera schon wieder. Watch where you swing that thing! Oh, whoops! Da war die Distanz zu gering. Anyone dead? Not me! Highness? Does tired count? Anyone dead? Oh, schön. Ah, okay, jetzt gerade habe ich mich noch beschwert, dass es nicht so neblig wäre, aber jetzt wird es doch ganz schön neblig. Verwirrt. Läuft jetzt in die richtige Richtung? Ich glaube schon, oder? Ja. Nein. Das war die falsche Richtung. Sorry. Oh, ich bin ein ganz schöner Vollpfosten. Heads up! Was, schon wieder? Ich hab doch gerade hier gefühlt die gesamte Generation von diesen Dingern hier ausgerottet. Okay, das war wahrscheinlich noch der letzte Überlebende. Dann haben wir mal eben jetzt die gesamte Population von den Dingern ausgemerzt. Okay, da geht's lang.
Go, check it, go, sneak that shit. Okay. So, dann sneaken wir jetzt den Shit hier. Denn wir sind ganz vorsichtig. Denn anscheinend ist der Behemoth direkt in die Ecke hier. Hold up. Hat der uns jetzt gesehen? Ah, okay. Er ist blind auf einem Auge anscheinend. Sagen, ich finde es schön, dass Behemoths hier anscheinend wieder was Besonderes sind. Oh mein, dieses Vieh. Tja, wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja. Ich finde schön, dass Behemoths anscheinend hier wieder was Besonderes sind, denn in Final Fantasy 13 wurden die so ein bisschen sehr inflationär benutzt. Da war ja irgendwie jeder gefühlte fünfte Gegner ein Behemoth. In verschiedenen Warp-Variationen. Here we go. Und ja, das war nicht so toll, denn Behemoths waren immer was ganz Besonderes eigentlich in Final Fantasy. Halt immer gegen Ende dann wirklich starke Gegner. Und also für mich macht es im Moment den Anschein, als wären sie hier auch wieder was Besonderes. Ja. Ah, ihr lebt auch noch. Das ist schön. Wisst ihr eigentlich, wie gut wir Bauch reden können? Also gerade hätte ich ja noch verkraftet, dass Gladios nur durch Handzeigen quasi mir die Informationen gibt. Aber das gerade... Das muss bei mir mal einer erklären, wie die das jetzt gecheckt haben. Hast du schon wieder so viel zu tun? Oh, frühstücken wir die Dinger auch noch schnell ab. Und dann geht's gleich den BM reinkragen. Ah, schon wieder so übersichtlich. Noch einer weniger? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Verrecke doch. Oh mein Gott. Bleib stehen. So. Oh, what? Haben die ja gar kein Ende? Wo kommen die denn alle her, Mensch? Ich habe wirklich das Gefühl, das werden nicht weniger. Was ist denn mit Ignis, merke ich gerade? Scheiße. Komm her hier. Steh wieder auf. Also jetzt bin ich definitiv froh, dass ich mir die Buffs geholt habe. Ja, ich bin jetzt wirklich froh, dass ich mir die Buffs geholt habe, denn die sind anscheinend wirklich bitter nötig.
Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob die noch aktiv sind. Bam! Das sind doch schon wieder alles solche Dinger, die eine andere Farbe haben. Kein Wunder, dass die stärker sind. Ich schmecke meinen Stahl! Kann mir übrigens einer mal sagen, womit Ignis kämpft? Das hat sich mir bisher noch nicht so ganz klar dargestellt. Der Noctis hat Schwerter, Gladiolus hat ein großes Schwert, Prompto hat eine Knarre. Aber was hat Ignis? Das konnte ich bisher noch nicht so genau feststellen. So, und wir hören ihn knurren und schnurren. Den guten Behemoth. Oh, da war er grad. Na Jungs, was ist los? Okay. Ich dachte, es kommt irgendwas. Funkel, Funkel. Exercise due caution. Es wird auch immer schwerer hier zu sehen in dem Nebel. Nicht so ganz vorteilhaft für uns, wenn wir den BMW besiegen wollen. Oh, da ist er. Ja, natürlich, wie im Horrorfilm. Das ist ein riesiges Monster. Am besten teilen wir uns erstmal alle auf. Ah, okay, jetzt müssen wir dem Behemoth also unbemerkt folgen. Finde ich gut, das war hier so ein... Oh, er hat mich gewittert. Schnell Deckung suchen. Finde ich sehr schön, dass wir hier anscheinend auch so ein paar Stealth-Elemente drin haben. Jetzt müssen wir auf die Entfernung aufpassen. Denn wenn wir zu nah rangehen, haben wir ja gerade gemerkt, dann werden wir anscheinend gewittert. Schön langsam. Was? Oh, jetzt habe ich mir zu viel Zeit gelassen. Jetzt muss ich schneller hinterher. Oh, schnell, schnell, schnell ducken. Ich versuche eigentlich auch die ganze Zeit ein bisschen von der rechten Seite zu kommen. Denn wir haben ja gelernt, dass er auf der rechten Seite blind ist. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt hier einen Unterschied macht oder nicht. Aber es kann ja nicht schaden, wenn wir noch passen. Und alles, das Viech da zu den Schatten. Kommst du etwa in meine Richtung? Nein, das finde ich jetzt nicht so gut. Schnell wieder in Deckung.
sind eigentlich die anderen? Ich meine, wir haben gesagt, wir teilen uns auf, aber irgendwie bin ich der Einzige, der da wirklich gerade sein Leben riskiert hat, das Gefühl. Hey, nein, bleib hier! Oder hab ich's jetzt geschafft? Ja, okay, ich hab's geschafft. Also hier geht's jetzt wohl zum Unterschlupf des Behemoth, wo ich mich wieder durchzwängen kann. Und ich würde sagen, das ist die perfekte Stelle für einen Cut, da wir schon wieder eine halbe Stunde drin haben. Also, wir stehen direkt vor dem Behemoth. Wenn ihr wissen wollt, ob der mich zum Frühstück verspeist oder ob ich das Viech wirklich erlegen kann, dann schaltet doch beim nächsten Part ein. Ich würde mich freuen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö. Nicht so laut, der Behemoth ist ja da. Okay, es war ein Sparwitz.